Wow, das ist eine reelle Strecke, eine schöne. Hier ist ein Bächlein, hier ist ein Bach. Oh, hier ist ein Bach. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Karfreitags mit BeamNG Drive. Und ja, wir sind jetzt in der Version 0.3.63 im Experimental Build. Und ja, ich glaube, es ist ein bisschen laut gerade noch. Deswegen schaue ich hier, dass ich das mal ein bisschen runterdrehe. So. Geht das denn noch, bitte? Turn down? Naja, schauen wir mal. Wir müssen auf jeden Fall... Es ist noch ein bisschen buggy, die ganze Version. Hier zumindest. Und ja, es gab ein Update. Es gibt eine neue Strecke. Zwei neue Strecken, aber das ist nur so quasi... Void. Das ist mehr oder weniger so nur ein Showroom, wo alles mehr oder weniger so grau-weißlich ist und man nirgendwo runterfällt. Und dann diese Strecke, den Raceway 2 und... Also den Race Hirochi Raceway und... East Coast USA sieht jetzt anders aus. Oder gab es die vorher? Ich weiß es jetzt nicht genau. Ne, gab es nicht. Das war nämlich Small Island, genau. East Coast ist neu. Die habe ich selber noch übersehen gehabt. Und den Hirochi Raceway. Ich würde mal schauen, wir schauen mal East Coast rein, denn die habe ich selber noch nicht gesehen. Und ich hoffe, das crasht nicht, das Ganze. Weil, wie ich schon ein bisschen rumprobiert habe, da war mehr oder weniger... nicht so viel, waren zwei, drei Abstürze dabei, wenn man ein neues Auto, es gibt auch ein neues Auto übrigens, was ich euch gleich zeigen werde und neue Objekte zum Spawnen, die werde ich euch auch gleich zeigen und deshalb ist es halt ein bisschen ruckelig erstmal, wenn man hier reinkommt in die ganze Situation hier. So, jetzt muss das Ganze erstmal ein bisschen laden, das tut es auch laden und ich kann hier erstmal ein Auto, wenn ich glaube, irgendwie ist hier was rausgeflogen, auch von den Autos her. Ibisho ist noch immer dabei. Der Grand Marshal eben auch, wie man gesehen hat. Ah, nee, da sind die ganzen restlichen Autos. Pitch and Ramp Test ist alles noch, wie es war. Aber was uns auffällt, hier gibt es irgendwo hier einen neuen. Und hier gibt es einen Sportwagen. Und einen Sport-S. Das schauen wir uns mal an. Ich möchte den bitte in Orange sehen. In meiner Lieblingsfarbe. Und bitteschön. Ja, wir haben jetzt hier so ein... So, ich weiß nicht, was das für ein Verschnitt ist. Eich Honda. Schätze ich Honda irgendwie was. Oder... ein Prezer-Verschnitt, mehr oder weniger, vielleicht so ein bisschen, also so irgendwelche Einflüsse, so kommt es mir halt vor. Aber schauen wir mal, fahren wir mal. Okay, man hört fast nichts. Okay, es liegt natürlich jetzt wahrscheinlich an den Optionen. Kann ich hier die Option auch umstellen? Das würde mich jetzt nämlich interessieren. Tut es, kann ich nicht. Okay, sorry dafür, da muss ich nochmal umstellen, denn da, wie man merkt... Man hört hier sonst sau viel, aber in-game hat man nicht so viel gehört. Dann, okay, dann gehe ich nochmal rein hier. Und werde dann hier jetzt nochmal in die East Coast Map eintauchen. Ich habe mir dieses Update noch nicht so komplett angesehen, es sind noch Sachen geaddet. Aber was ich so noch mitbekommen habe, es soll ein Race-Update werden, das heißt, es ist noch immer viel zu machen. Und ich werde gleich mal auch wieder auf den neuen Wagen umswitchen. Na, wo haben wir denn den Wagen? Ich musste immer schauen. Hirochi Sunburst heißt er, ja. Erinnert mich ein bisschen an den Suzuki Impreza. Wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß nicht, warum ich auf Honda gekommen bin, aber ich sollte den nochmal wechseln, nämlich in die Sportversion. So. Fahren wir mal in Weiß, ist ja egal, muss ja nicht unbedingt... orange sind und jetzt ist wieder so laut. Jetzt muss ich das Ganze wahrscheinlich wieder dann leise stellen. Also ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Und hier geht es eben über eine Brücke, ist eine schöne Map auch und wir sind gleich mal gecrashed hier. Was jetzt nicht so optimal ist. Ich starte gleich nochmal die Map. So, dann fahren wir mal nochmal geradeaus. Ich möchte zumindest sehen, was hinter dieser Map
Map, sage ich schon, hinter dieser Brücke ist. Denn es scheint auch eine größere Map zu sein, wo man ein bisschen fahren kann. Wie es den Anschein hat. Und es gibt hier einige Abzweigungen. Komme ich hier nochmal hoch, wenn ich hier rückwärts fahre? Anscheinend geht es mal hoch ein bisschen. Ja, komme ich da hoch? Das ist eine bessere Frage. Das ist eine gute Frage. Komme ich hier hoch? Ah, das wird wohl eher nichts. Oder? Kann ich irgendwie hier... Ich bin Noob. Ich bin Noob. Ich bin nochmal Noob. Ich soll es besser lassen. Ich weiß jetzt nämlich nicht, wie man rauszoomt. Dass man wieder auf einen anderen Platz sich spawnen kann. Weil ich ein Bongo bin. Natürlich. Wie soll es denn auch sonst sein, ne? Okay. Dann lass uns noch ein bisschen mit dem neuen Wagen eben rumfahren. Ich habe die anderen eben gelöscht, weil dieses Update, ja nicht gelöscht, mehr oder weniger beiseite lassen müssen, denn das ist ein Update, das Steam-exklusiv ist. Wenn man bei den Betas reinschaut, wenn man Beta-Downloads zulässt. Und es ist hier nämlich so eine Map und ich gucke mir einfach mal hier die Stadt an dann. Ich glaube, das ist nämlich, ich weiß nicht, wie groß die Map ja in Wirklichkeit ist. Und ich versuche mal von der einen Seite zur anderen zu fahren. Heute, wenn wir uns eben diese Map anschauen, wenn ich nicht irgendwas so schellen würde die ganze Zeit, ne? Es ist nämlich auch... Und schaffen wir uns hier rauszulegen? Ja, gut, das schaffen wir. Okay, kein Ding, kein Ding, kein Ding. Hier ist wieder ein Steinchen. Aber wenn das hier ein bisschen smoother wäre mit dem ganzen Lenken... Ich meine, das Auto erinnert mich stark an die Ibishu Corvette. Oder halt das, was so ausschaut wie so ein... Wie so ein Golfverschnitt, sage ich jetzt mal. Das lässt sich so ähnlich fahren. Man muss aber aufpassen beim Beschleunigen ein bisschen mehr als beim anderen, wo der sich besser fahren lässt. Und ich schau mal, wie groß die Map eigentlich ist. Ich weiß es nicht. Ich würde gerne rauszoomen und wenn irgendwer weiß, wie man hier aus dem Fahrzeug rauszoomen kann und die Map so freie Sicht mehr oder weniger erkunden kann, soll das mir bitte in die Kommentare schreiben. Ich würde das sehr... Wow. Genauso würde ich sagen, ich würde sehr dankbar sein. Ja, aber das ist schwer zu sagen. Mehr oder weniger, Wieso fällt mir der deutsche Begriff nicht ein? Egal. Sagen wir es halt in Englisch. I would very much appreciate it. Sagen wir mal so dazu. Okay. Ich war heute wie der größte Noob. Und jetzt muss ich mich schauen, wie ich mich hier irgendwie rauslege. Sehr schön. Noch ein bisschen. Sehr schön. Ja, sorry, ich muss das wieder ganz zurücksetzen. Natürlich, neues Auto, da muss ich mich erst eingewöhnen. Eine neue Aufnahmemethode auch. Es ist stabil durch diese Aufnahmemethode. Und wenn ich so im Hintergrund schaue, das sieht schon groß aus, die Map, prinzipiell. Und ich fahre hier auch überall rein. Sieht auch cool aus, das Modell wieder. Aber wie gesagt, es sieht auch noch sehr Beta-mäßig aus. Noch nicht so die krassen Details, finde ich jetzt mal. Denn das sieht alles noch ein bisschen so aufgeklebt aus und so etc. Aber wie gesagt, das ist mehr oder weniger eine Beta von der Beta. Eine Beta von der Alpha mehr oder weniger. Denn das ganze Spiel ist eine Alpha, stimmt. Also es ist mehr oder weniger eine Beta von der Alpha. Und hier war es ein kleiner Ruckler dabei, aber das ist BeamNG. Hat wahrscheinlich wieder ein Stückchen Map geladen. Ich würde mal echt interessieren, wie groß die Map ist und deswegen fahre ich jetzt einfach mal weiter. Ich habe keine Ahnung, wie groß die Map wirklich ist. Ich würde mal sagen, ich komme so ungefähr von der Richtung. Ich fahre einfach mal. Okay, das geht wieder rundherum. Aber irgendwie glaube ich, dass hier irgendwo die Weltbegrenzung sein muss, denn hier stehen die Büsche links ziemlich nah beieinander. Und naja, man weiß ja nicht, was hier so noch kommt. Und das sieht mir wie ein Rundweg aus, mehr oder weniger. Aber das Auto hält schon mal einiges aus, das finde ich cool. Man kann zumindest noch damit fahren.
Ich werde natürlich zurücksetzen erstmal, einfach weil es dann wieder besser zu fahren ist und nicht im Schneckentempo vorangeht, obwohl das manchmal schon geschickter bei meinem Fahrstil ist. So. Ich würde sagen, ich bin so ziemlich am Rand der Map, aber ich kann es nicht beurteilen, weil ich komme da auch nicht durch, durch das Gestrüpp links und rechts, mehr oder weniger in diesem Fall jetzt. Und, naja, ich komme da wirklich nicht durch, ne? Nope. Also nehme ich mal an, dass der Rand der Map ist hier. Und ich würde jetzt nochmal neu spawnen und schauen, nochmal ein bisschen die Straßen erkunden. Ich glaube, ich werde dann offscreen sowieso die Map noch ein bisschen mehr erkunden. Einfach weil. Und, aber mir gefällt, wow, die Map schon mal. Da geht es hier noch weiter rein. Okay, das hätte ich jetzt mir gerade nicht erwartet. Ich habe gedacht, ich fahre am Rand. Aber anscheinend doch nicht. Interessant, interessant. Da muss ich mal schauen. Wow, das ist eine Rallye-Strecke, eine schöne. Hier ist ein Bächlein. Hier ist ein Bach. Oh, hier ist ein Bach. Hier ist sogar fließendes Wasser. Schön. Schön, kann ich hier auch spawnen, bitte? Ich glaube, es war keine gute Idee. Das war, glaube ich, keine gute Idee. Kann ich hier noch rückwärts fahren oder bin ich direkt kaputt? Anscheinend bin ich schon direkt kaputt. Nicht gut. Nicht gut. Wie ging das denn nochmal? F3 war es nicht, ne? Nee. 3? Ich könnte das ja noch hier nachschauen. Vielleicht steht es irgendwo. Vehicle Debug. Ist eine gute Frage, wo schalte ich das denn ein? Ich könnte aber auch so, nee, nicht so, sondern so, dass ich Abheb machen und erstmal die Map anschauen. So, auf 0. Nee, nicht so. 0, 0, 0, 0, 0. Ja. Das ruckelt. Ich hoffe, das hängt die Aufnahme nicht auf. Das hat sich aber gerade so stark danach angehört. Oh. Und so ist das Spiel auch abgestürzt. Geil. So, da bin ich wieder. Ich bin jetzt in der zweiten neuen Map von BeamNG und ich werde mir jetzt mal wieder diesen Wagen. Ne, ich werde mir diesmal einen anderen holen. Ne, warte, 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 warte. Ich glaube, das ist der, ne. Also das ist der. Ja, egal, ich fahre mal mit dem bin ich auch schon länger nicht mehr gefahren. Und wir begeben uns mal raus auf die Rennstrecke. Gucken wir mal, was passiert. Das ist die Ibishu-Rennstrecke. Also von dem her. Die Rennstrecke ist gesponsert bei Ibishu. Und erste Kurve down. Ich platziere mich aber noch ein bisschen besser für einen Respawn hier. Okay, das war doch nicht gescheit platziert für einen Respawn. Das ist doch wohl eher dann der Fall hier. Okay. Schauen wir mal, ob wir eine volle Runde schaffen. Innerhalb der nächsten 13 bis 15 Minuten. So. Erste Kurve gleich. Ich muss Hirochi, also das sind die ganzen gekünstelten Autonamen hier. Und hier die Curves, die brechen uns schon mal das Genick. Gut zu wissen. Gut zu wissen, dass wir auf die Curves überhaupt nicht ankommen dürfen. Ich fahre mal die lange Strecke hier. Die kurze bin ich schon offscreen gefahren, denn ich weiß, wo die hinkommt. Ich möchte nur testen, ob die hier gleich, meine Güte, jetzt hör auf zu schlagen, gleich rauskommt wie die engere Stelle, würde ich jetzt mal sagen. Ja, kommt raus, also es macht keinen Unterschied. Sehr gut zu wissen. Okay. Dann fahren wir mal die Gerade hier weiter, eng angeschnitten für die Curbs, und das ist eine
böse Kurve, aber die haben wir besser genommen und das ist auch eine andere Seite, würde ich jetzt sagen. Ich würde jetzt auch mal außen fahren und wenn irgendwas da zusammenkommt am Ende dieser. Ah, ich glaube, das sind wirklich diesmal zwei verschiedene Wege. Und ich werde hier einfach jetzt mal, weil ich Probleme habe mit diesem Fahrzeug, werde ich mal das Fahrzeug hier wechseln auf den Ibisu. Ne, nicht Ibisu. Doch, auf die Ibisu Corvette Automatik. Bitte. So. Es ist noch immer das Lieblingsfahrzeug von mir, weil es sich am besten steuern lässt. Ist jetzt gerade nicht das schnellste, aber naja. Vielleicht ist es doch die gleiche Stelle wieder ausgekommen, ich weiß es nicht. Aber ich fahre jetzt mal mit dem die Strecke ab. Es ist zwar ein bisschen langsamer, aber es verhält sich dementsprechend besser auf der Strecke. Nee, die, weißt du, jetzt weiß ich wieder, wo mich der erinnert. Der erinnert mich so an einen alten Honda. Hm. Und hier, wenn man über die Curbs fährt, schleift man sich natürlich alles ab. Wie anders hätte es denn sein sollen? Okay, vielleicht kommt man hier tatsächlich dann woanders raus. Ich glaube, hier selber. Ich fahre jetzt aber mal die äußere Linie, sage ich jetzt mal dazu. Und das erinnert mich jetzt gerade die Überfahrt ein bisschen an Suzuka. Und... wow. Erstmal gut reingeheizt hier. Und ich glaube, da kann man schon gute Dinge machen auf dieser Rennstrecke auch. Boah, ich muss wieder die Mods installieren. Ich hoffe, die funktionieren auch in dieser Version. Denn ich würde gerne mit dem Formel 1 Wagen hier fahren. Beziehungsweise mit dem anderen Rallye-Wagen, denn es könnte hier wirklich interessante Dinge geben. Und ich muss schauen, vielleicht gibt es ja auch den einen Mod für Rundenzeiten messen. Ich glaube, das gibt's, bin mir nicht sicher, hier ist Sand. Cool, und da haben wir uns den hinteren rechten Reifen, linken Reifen ein bisschen beleidigt. So, was haben wir hier unten? Ist hier unten nur die Boxengasse? Scheint so, okay. Ich glaube, ich bin kurz vor Vollendung der Runde. Werde aber nochmal eine zweite fahren. Denn es gab ja noch alternative Wege und die möchte ich auch erkunden. Okay, hier ist der Boxeneingang. Wenn ich mich nicht irre, wenn ich mich nicht ganz täusche, so ist es auch. Und wow, ich komme hier überhaupt nicht rein gerade in die Gerade. So, jetzt geht's mal. Man muss erstmal gerade kommen, dass man überhaupt gescheit Gas geben kann. Das ist eben hier der Fall, wenn man nämlich zu schnell lenkt, dann kann schon mal passieren, dass man komplett vom Weg abdriftet, ne? So. Ah, da sind wir vorher drüber gefahren, okay. Jetzt muss ich mal schauen. Jetzt fahren wir mal den anderen Weg. Jetzt fahren wir hier erstmal einen kurzen, obwohl das keinen Einfluss hat. Aber jetzt fahren wir die scheinbar kürzeren Wege erstmal. Also nicht die äußeren Wege, sondern die rechten Wege jetzt immer. Das ist meistens links der äußere Weg und rechts der innere Weg. Okay, die Kurve. Ja, ich fahre mir gerne meinen Unterboden ab, habe ich schon bemerkt. Denn die Curbs sind hier unglaublich hoch. Die sind hier fast so hoch wie die Fahrer sitzen. Und ja, sind sie auch mindestens. Und das ist, ja, sagen wir mal, ein bisschen sehr hoch. Wenn ich mal das so anmerken kann. Okay, da geht auch noch eine Straße, was man sieht, über die äußeren Wege hinweg. Und mir kommt es schon wieder ein bisschen unbekannt vor. Ich fahre schon wieder über eine Brücke. Okay, wir haben also doch einen komplett anderen Weg gewählt. Ha, interessant. Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich hätte jetzt nicht gerechnet, dass dieser erste Weg gleich einen direkt anderen Weg einschlägt. Denn wir sind ja nach vorhin, sind wir doch hier von der anderen Seite entgegengekommen, wenn ich mich nicht täusche. Das ist sehr interessant, ja. Okay, das schlägt die kürzere Runde ein anscheinend. Okay, dann fahre ich mal beim zweiten. Dann mal rechts und fahre nochmal beim ersten links. Also sehr interessant auch. Da gibt es auch diverse Variationen. Hm, interessant zumindest. Ich muss schauen, dass ich hier nicht ins Schleudern komme. Das ich gerade wieder mal mache.
Und ja, es muss irgendwas fürs Fahrverhalten echt noch getan werden hier bei dem Spiel, beziehungsweise auch bei dieser Map die Curbs ein bisschen entschärft werden, weil die sind doch ein bisschen hardcore, sag ich jetzt mal. Okay, ich fahre hier jetzt geradeaus. Ich habe gedacht, man kommt da wieder ganz normal ran an die Strecke, aber anscheinend doch nicht. Und deswegen gebe ich hier mal Gas, weiter Gas. Und hier kommt man anscheinend doch nicht so ran, wie ich mir gedacht habe. Naja. Fahre ich wahrscheinlich da innen, wenn ich das gerade so sehe. Kürzere Runde und eine längere Runde, das ist eh sehr interessant. Die stellt die ganze Beleuchtung weg. Und ich fahre jetzt einfach mal statt links wieder rechts rein. Und schauen wir dann, wo wir mal rauskommen hier. Das ist auch nämlich mal eine interessante Sache, die ich mich gerade frage. Wo komme ich hier raus? Wow, das ist eine krasse Kurve gerade. Okay. Ist auch noch ziemlich neu für mich gerade. Schauen wir mal, wo uns der Weg hinführt hier. Okay, wir kommen wieder hier hin, aber ich werde jetzt nicht geradeaus fahren, denn ich weiß, wohin das geht. Sondern ich fahre jetzt hier mal von der Strecke runter in quasi den Offroad-Bereich. Und schauen wir mal, wo wir hier jetzt dann rauskommen. Ich habe so eine kleine Ahnung, aber was habe ich jetzt gemacht? Nein. Wie kann ich das wieder schließen? Oh, gut. Ich kann es doch wieder schließen. Naja. Okay, dann schauen wir mal den Rest dieses verwirrten Waldweges an. Und ich schrott mir nochmal das Auto. Ja. Nochmal. Nochmal. Wir buggen fest, oder? Doch. Komme ich hier raus? Ja, gut. Okay, wir kommen hier raus. Ist schon mal gut. Dann fahren wir auch weiter. Wenn es so weitergeht. Wie hier. Und ich glaube, wir dürfen beim Ziel dann jetzt rauskommen. Und die Ecke ist auch böse. An das kann ich mich da oben auch nicht erinnern. Oder vielleicht doch. Hier müssten wir jetzt rauskommen. Genau. Genau hier kommen wir jetzt raus. Okay. Okay, da fahren wir jetzt gegen den Uhrzeigersinn gerade. Wow. Ja, so kann man den Weg auch abkürzen über die Boxenwand. Kein Ding. Ich würde sagen, das war's für diese Woche. Vielleicht ein bisschen kürzer, aber ich habe heute die neuen Maps vorgestellt. Und das neue Auto. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, spielt schön brav weiter.